Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wollte gerade FIFA Welt sagen, passt natürlich nicht. 4 Perseus Mandat. Und wir wollen rausfinden, wer die krassen Söldner auf uns schickt. Wir haben Delta Force gefunden. Wiederhole, wir haben Delta Force gefunden. Ja, und ich glaube, Delta Force, das sind wir gewesen im Hauptspiel. Da sind wir Delta Force. Sind das unsere Freunde? Ja, ne? Aber Moment, da gucken wir uns erstmal hier in dem Raum um, bevor wir zu unseren Freunden gehen, weil dann geht wahrscheinlich wieder irgendwas, irgendeine krasse Action los. Ist ja noch relativ weitläufig dafür, dass wir hier wahrscheinlich einfach zu den Kollegen sollen. Ah, Spritze. Kommt man sich immer vor wie so ein Junkie, aber egal. Natürlich auch merkwürdig, also warum liegen solche Spritzen hier rum, aber naja. Muss ja nicht alles realistisch sein. Nur logisch, das ist wichtig. Scheiße, wieso hat das so lange gedauert? Ohne dieses Geschütz wären wir jetzt tot. Na dann geht's doch. Wie in meiner Wohnung. Ich will die schnellstens wieder online haben. Ich bin schon dran, Captain. Wie ist die Lage? Übel. Das ist der traurige Rest. Diese Typen sind gut, wer immer die sind. Sind aus dem Nichts gekommen und haben fast mein ganzes Team erledigt. Wie wollen sie zu dritt mit denen fertig werden? Das ist vertraulich. Wissen Sie, hinter was die hier sind? Keine Ahnung. Wir müssen das gesamte Gebäude durchkämmen. Ich würde vorher gerne meine Männer hier rausbringen. Wie ist der Status der EWAC-Einheit? Der Blackhawk ist unterwegs. Das müsste genügen. Verdammt, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Moment mal, was ist das? Auf den Hauptschirm damit. Geben Sie mir die Verschlüsselungscodes, dann hat das ein Ende. Das kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Sie meinen, Sie wollen nicht, Mr. Bristol. Sie haben Perseus für Harlan Wade geleitet. Und ich weiß, Sie haben die Verschlüsselungscodes. Nein, ich war es nicht, ich schwör's. Ich hab die Codes nicht. Den Verschlüsselungscode, Mr. Bristol. Den Code, den Code, den Code. Wie könnte ich noch deutlicher werden, hm? Ich sagte doch schon, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir bekommen Synchronizität mit oder ohne Ihre Hilfe, Mr. Bristol. Erleichtern Sie sich hier los. Spucken Sie die Codes aus. Synchronizität war ein Ereignis. Da gibt es nichts zu stehlen. Und Sie wollen das Ereignis wiederholen? Dafür brauchen Sie sie. Und sie ist an einem Ort, den Sie niemals finden. Beten Sie, dass Sie ihn niemals finden. Wir entschlüsseln die Daten selbst. Wir werden beobachtet. Töten Sie einfach jeden in dem Gebäude. Okay. Der Kerl hat aber echt fies ausgesehen. Wir müssen diese Männer schnellstens hier rausbringen. Sergeant, halten Sie sie auf. Wir schaffen die Verwundeten raus. Jotzen Sie nicht so belämmert. Gehen Sie einfach zu dem Geschütz. Okay. Geschütz! Glaube ich, unten links die Energie des Geschützes darf, glaube ich, ja, nicht kaputt gehen, das haben wir verloren. Gott, das viel. Wir haben schon den ersten Streifen verloren quasi. Den zweiten, schon den dritten, oh mein Gott, geht das schnell. Der hat sich auf komplett gelohnt. Fuck, da waren aber noch 1 Million Gegner. Ach so, genau, und da geht's nicht mehr lang. Mein Kopf. Die sind zu fünft jetzt. Die sind zu fünft. 2 davon verletzt und 3 davon können noch schießen. Und selbst die Verletzten können wahrscheinlich sogar noch schießen. Und ich alleine muss jetzt gegen 100.000 kämpfen. Why? Fuck. Mal speichern vielleicht. Neu formieren. Alles klar.
Scheiße, ich habe keine Granate mehr. Ich habe wenigstens wieder dieses bessere Maschinengewehr, was ein bisschen mehr Betrieb macht. Oh, das war schon? Drei Gegner? Nein, da oben noch. Das war's. Ah, geil. Die haben auch diese Knarren mit. Kann ich da so ein bisschen auffüllen? So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier lang muss. Zumindest war ich hier noch nicht. Wieder alleine, immer alleine. In der Walnuts, ach so, Störung, Situation. Es wurde Kontakt mit einer unbekannten Söldnertruppe hergestellt. Einsatzagenten der Söldner versuchen Informationen bezüglich des Perseus-Projekts aufzutreiben. Captain Rains und Leutnant Chen eskortieren die überlebenden Delta-Agenten aus dem Gebäude. Mission! Decken Sie die Identität und die Ziele der Söldnertruppe auf. Eliminieren Sie alle verbleibenden feindlichen Kombatanten ist ein richtiges Wort. Noch nie gehört, noch nie gelesen. Kombatanten. Okay. Erinnert irgendwie an das Wort Kompanie, aber ob das was damit zu tun hat, keine Ahnung. Ist aber ziemlich dunkel in der Ecke. Was ist denn da los? Oh, geht das noch, wenn ich durchgehe? Tatsache, war vielleicht nicht so schlau. Scheiße, Mann. Sie brauchen Zugang zu Ihrem zentralen Rechner. Von dort aus kann ich den ganzen Netzwerkverkehr der letzten Stunden zurückverfolgen und vielleicht sehen, was Sie wollen. Das Gelände ist hier sehr... Das Gelände ist sehr offen, es ist... aber es scheint so keine Gegner zu sein, weil hier wäre sehr ungeschützt, wenn hier irgendwelche Monster rausströmen. Oder Kombatanten, wie man ja neuerdings sagen. Danke. Offenbar wurde Vettel als Teil eines Projekts entwickelt, das Origin genannt wird. Ein paar Jahre nach seiner Geburt haben sie das Handtuch geworfen. Offenbar ist was ziemlich schief gelaufen. Oh, was mag das wohl gewesen sein? Und wann kommt denn die Kleine ins Spiel? Oh, mir krabbelt mein Ohr, Moment. Eieiei, so. Okay. Waren wir hier nicht schon? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Sehen sich logischer... Eine ehemalige Lampe, aus der Blut tropft? Merkwürdig. Ja. Das ist wohl quasi Sammelplatz für tote Wissenschaftler. Ihr armen, armen Wissenschaftler. Oh! Das hier ist dieses Zeug, was der dicke Mann ist. Diese Cheesy Pops. Das heißt, wenn das in der Nähe ist, sollte er eigentlich auch nicht weit weg sein. Okay, war es mal kurz ganz dunkel. Warum auch immer. Ah, da drüben leuchtet noch was. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von einer Nummer von außen. Nochmal, Greg. Warum geht denn bei euch keiner ans Telefon, verdammt? Muss ich rüberkommen und es selber machen? Aha, das war's also schon. Aber hat gar nicht gesagt, Ende der Nachricht. Oh, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist das da? Feuer! Kann jemand was sehen? Einfach mal auf Verdacht. So. Vorsicht! Granate! Oh, bin ich erschrocken! Fuck! Wir haben Verluste! In Deckung! Was? Wo kommen die denn alle her? Wie ist ihr Status? Was
Achso, der ist schon tot. Haha, sorry. Glaub, das war's. Krass, da lasse ich die ganze Zeit hier hinten versteckt. Hier ist doch sonst gar nichts. Sitzt dort unten einfach mal in der Blutlache und ich habe nochmal auf den Kopf geschossen. Sorry, Mann. Hab gedacht, du wärst auch einer von diesen Verbrechern hier. Von diesen Verrückten. Junge. Ah, eine Ebene weiter oben, oder? Gehe ich mal von aus. Diesmal liegt hier aber was. Was ist das denn? LP4 Lichtbogenwaffe. Ja, immer geiler. Was nehme ich denn die mal? Oh, die ist natürlich mega geil. Die kann ich weglegen. Die brauchen wir auch als Ersatz. Dann würde ich sagen, die kleine Babykackwaffe weg. Oh, nur 8 Schuss. Das bedeutet dann wohl, dass die richtig fett Krawall macht. Deswegen werde ich die mal nicht einsetzen erstmal. Vielleicht wieder, wenn ich einen fetten Gegner treffe oder so. Weil ich glaube, die müsste auch neu sein. Lichtbogenwaffe. Kann ich mich nicht dran erinnern. 16 Schuss bloß. Bedeutet, die muss ziemlich mächtig sein. Okay, aber ich glaube, die treffen mich ja nicht so gut. Zumindest habe ich bisher noch nicht so viel Energie verloren. Staub. Staub ist immer schlecht. Auf 5 Uhr. Mehr? Ich glaube, ich habe alle. Ja. Da oben natürlich noch, was sonst? Was? Noch mehr? Fuck. Geh nochmal kaputt explodieren, na endlich! War ja gerade meine komplette Munition, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, die sind alle tot jetzt. Wegen der Explosion. Gab es wohl irgendeine Kettenreaktion? Ja, sieht gut aus. Oder halt auch nicht. Hat zum Glück nicht getroffen. Okay. Wir haben ein Kind ohne erwachsene Begleitung im Gebäude. Halten Sie nach einem etwa 8-jährigen Mädchen in einem roten Kleid Ausschau. Kleiner Tipp von mir. Sie ist gerade. Sie war gerade hier. Bleiben Sie wach, Herr Lieutenant. Tipp von mir, lass dieses Mädchen lieber in Ruhe. Okay, Medikits brauchen wir gerade keine. Checkpoint. Greifen das Gebiet sich. Sperrfeuer. Oh, fuck. Vorsicht, Granate. Sehe ich denn wieder niemanden? Hab ich etwa alle erwischt? Das kann doch gar nicht sein. Sieht aber fast danach aus, krass. Thank you.
Hä, wo kommt der denn her? Wie kann denn der von hinten kommen, oder die? Oh, ich hatte doch schon auf M gedrückt für Medikit. Och nein. Ich hasse es zu sterben. Da, Bedrohung gesichtet. Verstärkung, sofort. Granate. Ich brauche Unterstützung. Oh, fuck. Erschrocken, ey. Ach, toll, wie ich da gar niemanden erwischt habe. Wir können uns schon mal darauf vorbereiten, eine kleine Granate in die Richtung hier zu werfen. Wir haben ein Problem. Runter! Angemacht. Okay. Was? Wie viel kommen denn da noch? Kommt die echt von hinten? Das gibt's doch nicht. Ist er tot? Alter! Nur durch ins Schienbein schießen gestorben. Sorry, Leute. Ist zwar nicht ganz realistisch, aber was soll's. Ich glaube, den haben wir auch wieder. Wir haben fast keine Munition mehr. Das heißt, wir müssen jetzt bald zu unserer Laser, zu unserem Lasergewehr greifen. Immer noch 5 Schuss noch. Ja, das war's. Naja, wenn wir jetzt noch 5 Schuss haben, können wir das hier einsammeln. Schießen aber jetzt erstmal mit unserem Lasergewehr. Da haben wir ja 260 Schuss. Dies ist aber ziemlich schnell alle, werdet ihr dann sehen, weil der Laser eingehend schießt, also durchgängig schießt und durchgängig die Zahl kleiner wird. Also werdet sehen, die 260 Schuss sind echt nicht viel. Ah, ich habe keinen Bock auf diese komische andere, auf das andere Maschinengewehr, deswegen nehmen wir erstmal die Waffe. Und die macht auch richtig gut Schaden, also die Gegner auf jeden Fall super schnell tot. Okay. Oh, da liegt einer. Hallo? Hallo? Zivilist, wie es aussieht. Spannend, spannend, spannend. Oh. Kann kein Licht anmachen, kein gutes Zeichen. Kann kein Licht anmachen. Ich kann verflucht nochmal kein Licht anmachen. Oh Gott, oh Gott. So schnell weg, glaube ich. Oder halt auch nicht. Scheiße. Oh Gott, was ist das denn? Was kommt denn hier hoch? Flucht!
Trotzdem haben wir auf jeden Fall nicht gleich gemerkt, dass es einfach nur eine verfickte Illusion ist oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, ist ja auch gar keine Illusion. Ah, und wieder ein. Wieder 1 Million Leichen, was sonst? Tja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Oh, fröhliches Gruseln, euer Praxis. Tschö, tschö.